Moin, moin Leute, es ist 7 Uhr morgens und ich bin vorm Personal Training schon im Studio. Die haben hier so einen schönen Meditationsraum, wie man sieht. Und da werde ich jetzt ein bisschen Black Rollen. Für die meisten nicht so interessant, mich beim Rollen zu sehen. Ich nehme mich ein bisschen auf, mache es schön im Schnelldurchlauf durch. Vielleicht interessiert es doch den anderen, ein bisschen Variation in die Videos reinzubringen. That's it. Tut immer gut am Morgen. Belebt. Aus meiner Erfahrung regt es auch immer irgendwie den Stoffwechsel an. Einfach fängt alles zu zirkulieren im Körper durch die Durchblutung. Also kann ich jedem empfehlen. Muss man nicht jeden Tag machen, aber ein, zwei, dreimal die Woche für eine gute Regeneration, eine gesunde Zellstruktur, sagen wir es mal so, dass das Gewebe auch gesund bleibt. Es wird ja ständig belastet und ein wenig zerstört und muss sich regenerieren. Tut es, auch wenn es nicht angenehm ist. Kleiner verschwitzter Post-Cardio-Tipp oder ich habe Gains gemacht. Wenn ihr, oder besser gesagt, ich habe ja jetzt mein Cardio-Training hochgefahren. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich Cardio hasse. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich habe Gains gemacht in dem Sinne, dass ich einfach eine bessere Herz-Kreislauf-Kapazität habe. Auch das, da kann man auch mal während der Wettkampfdiät, wo man keine Muskeln aufbauen kann, definitiv und Umständen vielleicht sogar was verliert, Gains machen, Ökonomisierung des Herz-Kreislaufes. Auch das ist eine schöne Sache. Ne? Auch da arbeite ich sonst ja nicht dran. So progressiv. Und jetzt habe ich ja viermal die Woche 30 Minuten und habe es heute einfach gemerkt, die Herzfrequenz geht bei gleicher Wattzahl nicht so hoch. Ich kann die gleiche Distanz auf dem Fahrrad fahren. Also Gains gemacht. Do your cardio. Ich weiß, ich bashe das immer, aber auch im Aufbau. Cardio machen. Wird euch auch beim Krafttraining zugutekommen. Jetzt wird geduscht und weitergemacht. Moin Moin aus Hamburg. Donnerstagmorgen, der, keine Ahnung, 5., 6., 7. auf jeden Fall August. Und es ist 6:30 Uhr und ich bin noch ein bisschen zerknüllt, aber ihr seht in meinem Gesicht, die Sonne scheint. Und es ist Leg Day. Und ich bin heute Morgen aufgestanden und habe schon wieder krass. Ein Krampf im rechten, in der rechten Arschbacke. Das heißt, ein Krampf, man merkt einfach, wie der Muskel zumacht, weil irgendwie ja, die Hüfte, das ISG halt alles blockiert ist. Gestern Abend war es noch richtig gut, da habe ich mich richtig gefreut, dachte, heute mache ich mir wieder richtig schön Squats, Front Squats, Sumo, Kreuzheben. Aber ja, jetzt ist wieder alles zu. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am neuen Bett. Wir haben ja ein neues Boxspringbett gekauft. Ja, ich bin immer noch am gucken, woran das liegt. Ist aber egal. Die Sonne scheint. Vorbereitung geht weiter. Wir machen das Beste aus der Situation. Das hilft alles nichts. So, heute werde ich auch mal wieder ein bisschen was abfilmen davon, nachdem ja letztes Mal der Akku leer war. Und dann rocken wir den Tag.
Endlich mal wieder im McFit trainiert. Ich habe mich spontan dazu entschieden, ins McFit in Stelzhof zu gehen, das jetzt ein Home of Fitness ist, weil ich Bock hatte auf diese Oldschool Hackenschmidt-Maschine. Da habe ich 4 bis 5 Sätze, 6 bis 10 Wiederholungen gemacht. Mich mit dem Gewicht hochgearbeitet, pyramidenmäßig. Muss heute sagen, dass meine Quads richtig, richtig kaputt sind von dem Training. Hätte ich nicht gedacht, dass diese Umstellung mal wieder so reinhaut. Aber es ist was Positives. Wollte zwar nicht so die Beine zerstören, aber hat einfach mal wieder Spaß gemacht, die Location zu wechseln und wieder andere Übungen zu machen. Entschuldigt meine Stimme, es ist hier noch früh am Morgen, 6 Uhr, werde ich das aufnehmen. So, und ihr seht, ich gehe auch bei der Hackenschmidt immer fast komplett runter, bis es komplett das Gestänge aufsetzt. Wie bei den Squats, ass to grass, dann wächst da auch was. Macht die Sache auch erst richtig gemein. Da braucht man auch nicht so viel Gewicht dafür. Dann Freestyle-mäßig weitergemacht. Ausfallschritte habe ich auch ewig nicht gemacht. Und da kann man mal ein bisschen unterscheiden bei Ausfallschritten. Kleiner Tipp an alle. Wenn ihr Ausfallschritte macht, überlegt euch vorher genau, wo wollt ihr den Fokus drauf setzen. Wollt ihr eher die Quads treffen oder auch eher den Gesäßmuskel? Ja, das kann man nämlich vorher sich mal ganz gut überlegen. In der Variante, in der ich das jetzt mache, relativ kurze Schritte, nicht so weit raus, nach vorne. Dann habe ich eher die Quads drin, die mich, wenn ich jetzt den kleinen Schritt nach vorne mache, vorne rechts wieder hochdrücken. Wenn ich die Ausfallschritte viel, viel weiter mache, ja, also richtig den Fuß hinten, richtig weit hinten habe danach, dann muss mein Gesäßmuskel viel mehr arbeiten. Und gerade für die Ladies, macht mal Ausfallschritte, richtig weite Ausfallschritte, richtig super Übungen, um einen festen Booty aufzubauen. Ja, da habe ich, glaube ich, 3 Sets gemacht, hin und zurück. Und hat auch mal wieder Spaß gemacht. Zack, da ist er. Dann die Romanian Deadlifts. Da musste ich halt wieder mit meinem Gesäßmuskel aufpassen, dass ich da nicht komplett verkrampfe. Deswegen musste ich das Gewicht da ein bisschen droppen. Und ja, auch so ein bisschen nach Feeling trainieren ist halt manchmal, wenn man nicht komplett alles sozusagen in Einklang hat körperlich, dann muss man da drumherum erarbeiten. Deswegen jetzt nicht schwer, dafür maximale Kontraktion. Zack. Auch 3 Sätze. 10 Reps. Dann wieder meine sitzende Wadenübung, wo ich unten komplett die Spannung rauslasse und dann aus dem quasi toten Punkt erstmal Spannung wieder aufbauen muss. Die mache ich jetzt eigentlich fast nur noch, die sitzende Variante erstmal, weil es sowohl im FitX als auch im McFit keine gute stehende Variante gibt, leider. Gefallen mir beide nicht so, so, so gut. Von daher bleibe ich erstmal jetzt dabei und wird sowieso erst im Aufbau, dann wenn ich im Kalorischen Plus bin, erst wieder Möglichkeit haben, an meinen No-Carbs-Carbs zu arbeiten. Was das Verbessern angeht, des Ganzen. So, Bauchmaschine habe ich da einfach mal geguckt, was gibt es da so Neues. Haben ganz viele neue Maschinen da reingestellt und habe mal diese Bauchmaschine ausprobiert. War eine nette Abwechslung, aber nichts, was ich dauerhaft implementieren würde in meinen Trainingsplan. Und da nochmal so ausgebrannt, 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen für die Mittelpartie. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Training. Gleich seht ihr mich noch nach dem Training
Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Video und mit der weiteren My American Dream Serie. Alright, wie ihr gesehen habt, habe ich mich heute entschieden, mal ein bisschen die Scenery zu wechseln. Spontan. Das Geile ist, hier in Hamburg oder da, wo ich wohne, auf der Ecke, sind McFit und Brille auf. Ja? McFit und FitX 2 Minuten voneinander entfernt. Das heißt, man kann da ganz gut switchen, wenn man mal Bock hat. Und dieses McFit wurde auch gerade umgebaut in so ein modernes Home of Fitness hier in Stelzhoop. Und da ich dachte, kann eh keine Squats machen, machst du mal wieder Hackenschmidt. Und im FitX haben sie nur die Hammer Strength Hackenschmidt, die finde ich nicht so dolle. Und hier haben sie noch die richtig altmodische, richtig fiese. Und da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich einfach mal kurz geswitcht. Und hier ist schon wieder Stau um 8 Uhr morgens. Herrlich. Aber nette Mitbürger, die einen mal reinlassen. Ja, ihr habt ja das Training gesehen, war ja auch wieder gefreestyled. Ausfallschritte mal wieder gemacht. War jetzt auch nichts Spektakuläres. Ich werde jetzt halt 3 Wochen vor dem Wettkampf auch nicht mehr richtig fies die Beine zerstören, da ich sie eigentlich in 3 Tagen schon wieder trainieren will. Also eher das Volumen hochhalten und halt Kalorien verbrennen, Umsatz schaffen. Hat aber Spaß gemacht, mal wirklich mal wieder was anderes zu sehen. FitX ist geil, aber ich rate jedem mal ab und zu die Location zu wechseln oder was Neues zu machen. Gibt einfach einen frischen Impuls, fühlt sich gut an und macht den Kopf frei. In dem Sinne, 8 Uhr. Jetzt habe ich auch mega Hunger. Jetzt wird erstmal gefrühstückt, meine Zotes und mein Protein Fluff. Freue ich mich schon drauf. Und ja, das gibt's gleich erstmal. Und dann geht's ab in den Tag. Sonne scheint schon, sind zwar nur 16 Grad. Ich friere schon wieder. Auch nach dem Training schon. Aber hey, scheinbar sinkt der KFA noch. I hope so.